Für ein sechsstündiges Hörbuch hört euch Restmensch auf Spotify an. Der 23.09.2014. Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Ich bin zur Arbeit gegangen, meinen Vorschlag bezüglich eines neuen Programms in der Tasche. Über mehrere Wochen hinweg hatte ich ihn ausgearbeitet und war mir sicher, damit schnell aufsteigen zu können. Doch an diesem Tag war mir Alexander zuvorgekommen. Er hatte meine Idee geklaut, sie als seine eigene ausgegeben und kam so an meiner Stadt nach oben. Ich weiß nicht, wie er an meine Unterlagen gekommen ist. Ich glaube, er hat meinen Schreibtisch während der Überstunden durchsucht. Mein Vorschlag würde vieles an der Firma vereinfachen und verbessern. Ich war mir meiner Sache so sicher gewesen, dass ich mir sogar einen neuen Wagen kaufen wollte und ihn mir schon ausgesucht hatte. Ein Neuwagen. Ich hätte mich kurz verschulden müssen, aber mit dem Aufstieg wäre das gar kein Problem gewesen. Aber Alexander kam mir zuvor. Ich hasste diesen Typen. Vor allem, weil ich genau wusste, dass ich da nichts tun konnte. Ich würde nur als Kollegenschwein dastehen. Er mag ja die fertige Präsentation und ich vielleicht nur dieselbe Idee gehabt haben, aber im Innern, da wusste ich, dass er meine Idee geklaut hatte. Den Wagen konnte ich mir natürlich dann nicht mehr leisten. Trotzdem brauchte ich unbedingt einen Wagen, da mein Alter nicht mehr durch den TÜV kam. So ging ich zum nächsten Autohändler in der Stadt, suchte einen guten Gebrauchtwagen zu einem akzeptablen Preis. Für das Geld kriegt man nicht viel. Tut mir leid, sagte der Autohändler kopfschüttelnd. Nein, da haben wir nichts da. Würde mich auch wundern, wenn man überhaupt irgendetwas findet für das bisschen Geld. Wirklich gar nichts? Nein, gar nichts. Ich durchstöberte das Internet nach Anzeigen und wurde tatsächlich fündig. Ein älterer Wagen, aber in einem guten Zustand, zu einem wirklich akzeptablen Preis. Am nächsten Tag fuhr ich direkt zu dem Mann, welcher die Anzeige aufgegeben hatte, und klingelte zur vereinbarten Zeit. Es war eine dieser auswechselbaren Vorstadtgegenden, geplant und arrangiert. Ein Mann in den besten Jahren, im Rollstuhl, kam zu der Tür und öffnete sie. Er lächelte. Sind Sie wegen der Anzeige hier? Ich nickte. Der Wagen, ist der in der Garage? Fragte ich. Ja, einen Moment. Ich trat zur Seite, damit er aus der Türe und in Richtung Garage rollen konnte. Mit einer Fernbedienung ließ er das Garagentor nach oben fahren und dann konnte ich auch schon den Wagen sehen. Der Wagen sah gut aus. Ein älteres Modell, sicher schon 20 oder 30 Jahre alt. Möchten Sie mal fahren? Fragte der Mann lächelnd, meinen Blick anscheinend richtig deutend. Gerne, ich würde ihn gerne ausprobieren. Er drückte mir die Autoschlüssel in die Hand. Dann fahren Sie mal, ich warte hier. Bis gleich, bin in 5 Minuten wieder da. Ich stieg in den Wagen und startete den Motor, der mit einem wohligen Brummen ansprang. Vorsichtig fuhr ich die Einfahrt hinunter und einmal um den Block. Es war ein guter Wagen, eine Art Oldtimer, ein Großväterchen, das die Zeit überdauert hatte. Ich kannte mich zwar überhaupt nicht damit aus, aber selbst ich sah, dass er einiges mehr wert war, als er dafür verlangte. Er fuhr sich gut und die Ledersitze fühlten sich klasse an. Er war sauber, alles war in gutem Zustand. Nach 5 Minuten kam ich wieder und besprach alles Weitere mit dem Mann. Wenn Sie ihn jetzt kaufen, kriegen Sie ihn 200 Euro billiger. Ich mache Ihnen einen Freundschaftspreis. Kann ich Ihnen das Geld direkt geben oder möchten Sie einen Scheck? Wie Sie wollen. Ich zog das Geld aus meiner Brieftasche und fuhr den Wagen begeistert nach Hause. Damit hatte ich wirklich ein Schnäppchen gemacht. Am nächsten Tag auf der Arbeit fuhr ich auf den Firmenparkplatz. Morgen, sagte Alexander, der gerade an mir vorbeiging, dass er die Dreistigkeit besaß, mich überhaupt noch anzusprechen. Woher hast du diesen klasse Wagen? Der sieht ja großartig aus. Du verkaufst ihn doch nicht zufällig, oder? Nein, den verkaufe ich nicht, sagte ich trocken. Es fiel mir schwer, ihn nicht zu beleidigen, aber ich blieb ruhig. Der Wagen war gigantisch, irgendwie freute mich das und so ging ich mit einem guten Gefühl zur Arbeit. So ging es noch einige Monate weiter und der Wagen leistete gute Dienste. Die Arbeit nervte mich zwar, aber ich zog es durch, es half ja nichts, auch wenn ich Alexander neidisch beobachtete. Ich sollte an seiner Stelle sein. Dieser und andere Gedanken passierten immer wieder meinen Kopf. Ein paar Monate später wurde unsere Firma an eine andere Firma verkauft und wegen der Umlegung wurden viele Stellen gestrichen. Ja,
Auch mein Arbeitsplatz war damit futsch. Natürlich nicht der von Alexander. Ich hatte mich eigentlich schon an die Ungerechtigkeit gewöhnt, aber dann brach es wieder in mir hervor. Ich war wütend. Das war nicht fair. Das war einfach nicht fair. Ich entschied mich, von einem Teil meiner Ersparnisse einfach mal Urlaub zu machen. Ich hatte es mir verdient, einfach ein bisschen weg an die Nordsee, die Seele baumeln lassen. Der Wagen hatte bisher großartige Dienste geleistet, weswegen ich mich entschied, mit ihm dorthin zu fahren. Die Fahrt ging lang, so dass ich beschloss, auf halber Strecke in einem rustikalen Hotel Pause zu machen und am nächsten Tag weiterzufahren. Es war ein einfaches Hotel, aber die Betten waren weich und das Frühstück reichhaltig. Danach fiel die Fahrt etwas leichter. Ich wollte gerade auf die Autobahn abbiegen, nachdem ich mir Mittagessen in Winkelstedts geholt hatte, als ich eine junge Frau sah, die per Anhalter mitfahren wollte, den berüchtigten Daumen hoch in die Luft gestreckt. Wo fahren Sie hin? Richtung Weidenbach. Kann ich mitfahren? Ich müsste im Kussmaltal raus. Das müsste auf der Strecke liegen. Klar, wenn du willst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich erwartet hatte, aber insgeheim, da hatte ich mir mehr erhofft. Naja, dumme Gedanken. Wir unterhielten uns über dies und das und sie erzählte mir, dass sie Kerstin hieß und mittlerweile im 5. Semester Materialsemiotik studierte, allerdings eine Prüfung immer und immer wieder vermasselte. Ich weiß nicht. Immer wieder sitze ich einfach dann da und Blackout. Alles Gelernte vergessen. Naja. Wo kommst du her? Wo geht's hin? Aus Heidelberg. Fahrt zur Nordsee. Einfach so? Oder gibt's einen speziellen Grund? Einen Moment überlegte ich, was ich sagen sollte. Ach, Urlaub. Einfach mal weg von allem. Einfach mal frei. Und wo willst du hin? Meine Großmutter besuchen. Hab sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann... Bevor sie den Satz beenden konnte, brach sie ab. Ich sah zu ihr herüber, sah ihre entsetzt geweiteten Augen und dann sah ich, dass ein Auto uns plötzlich seitlich reinfuhr. Ein lautes Krachen durchzuckte meinen ganzen Körper. Entsetzen, Zeitraffer, Bewusstlosigkeit. Ich bin erst später im Krankenhaus aufgewacht, hatte mich am Kopf verletzt und war direkt ohnmächtig geworden. Der Arzt, der mit mir die Tests machte, war ein junger Mann, wahrscheinlich nicht einmal 30. Sie können nach Hause, Herr... Er blätterte in seinem Notizbuch. Herr Lagerith, bei Ihnen ist alles wieder in Ordnung. Was ist mit Kerstin? Sie hat es nicht so gut erwischt. Sie liegt im Koma und es sieht nicht besonders gut aus. Aber... Sie hatten sehr großes Glück, Herr Lagerith. Muss ich... Nein. Die Familie ist verständigt und an ihnen lag es ja nicht. Ein Typ, der mehr Medikamente geschluckt hat, als man sollte, ist in ihr Auto reingefahren. Sie fahren nach Hause. Ihr Wagen steht auch zu Hause. Wir haben ihn dorthin bringen lassen. Okay. Danke für alles. Ein Polizist sprach später noch mit mir, allerdings war schnell klar, dass ich nichts zu befürchten hatte. Ich fuhr mit dem Zug nach Hause. Jetzt ging es mir noch viel schlechter. Ich fühlte mich schuldig, fühlte mich leer. In gewisser Weise war ich überrascht, fast schockiert, meinen Wagen wiederzusehen in einem einwandfreien Zustand. Wie war das möglich? Ich wusste, dass ich zwar sicher irgendwann wieder mit einem Auto fahren könnte, doch nicht mehr mit diesem Wagen. Wenn ich auch nur in seine Nähe ging, bekam ich schwitzige Hände und mein Herz schlug schneller. Ich gab eine kleine Kontaktanzeige für ihn auf und wenige Tage später kam auch ein Interessent vorbei und kaufte den Wagen direkt. Später am Nachmittag klingelte es wieder. Es war der Verkäufer, von dem ich den Wagen gekauft hatte. Haben Sie den Wagen noch? Haben Sie ihn noch? Ich? Nein, ich habe ihn verkauft. Er schüttelte den Kopf, drehte sich mit seinem Rollstuhl um und fuhr außer Sichtweite. Was sollte das denn? Es verwirrte mich. Er hatte so etwas in den Augen gehabt, so einen seltsamen Ausdruck, wie ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Irgendwie ließ mich das nicht los und ich suchte nach der Geschichte des Wagens über verschiedene Anhaltspunkte und dann erstarrte ich. Der Wagen war nicht nur einmal in einen Unfall verwickelt worden, sondern einige Male. Oft schwere Unfälle, manchmal sogar tödlich.
Mit diesem Wagen standen über 15 Unfälle in Verbindung. Immer dann, wenn der Wagen zu lange fuhr, auf Autobahnen, auf dem Weg in den Urlaub oder sonstiges. Mir wurde klar, dass ich den Wagen unbedingt zurückholen musste. Ich rief bei dem Käufer an und versprach ihm 500 Euro obendrauf, wenn er mir den Wagen heute zurückgeben würde. Er akzeptierte und nur wenig später stand das Auto wieder in meiner Einfahrt. Ich war erleichtert und wartete erst einmal ab. Ich wusste nicht, was ich mit dem Wagen tun sollte, aber ich war zu der festen Überzeugung gelangt, dass er in irgendeiner Weise verflucht war oder so etwas in der Art. Und dann kam mir ein Gedanke. Ich tippte eine Nummer in mein Telefon. Hey, Alexander, willst du noch mein neuer Wagen? Klar, was ist damit? Du fandest den ja ganz gut. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir zu einem Freundschaftspreis. Tatsächlich? Ich wollte gerade in den Urlaub fahren. Das passt perfekt. Was du nicht sagst. Ich will dir ein Angebot machen. Eines, welches dein Leben verändern wird. Und glaub mir, wenn ich das sage, dann ist das nicht nur dieses Marketinggelaber, was du überall hörst. Ich bin Teil eines Konzepts, eines Systems. Keine Ahnung, wer das System erfunden hat oder wo es herkommt, aber es funktioniert. Und ich denke, du bist ein weiterer perfekter Kandidat. Wie das Ganze funktioniert? Nun ja, es ist eigentlich total einfach. Du unterschreibst hier und dann hast du 10 Tage Zeit, 2 Leute dazu zu bringen, auch einen Vertrag wie diesen zu unterzeichnen. Wenn du es in der Zeit schaffst, was nicht so schwierig ist, großartig. Die 2 werden dann wiederum jeweils 2 Leute fragen und so weiter. Das Tolle ist, an diesem Punkt kannst du gar nicht mehr verlieren. Und du wirst laufend Geld bekommen. Und du musst mir nicht einmal irgendwie Geld geben oder so. Es gibt keine Eintrittsgebühr oder sowas. Wie das funktioniert, fragst du dich wahrscheinlich an dieser Stelle. Also, alle, die keine 2 unterschriebenen Verträge schaffen, sterben. Keine Ahnung, wie das genau passiert. Es gibt jetzt keine Auftragsmörder, aber es passiert. So viel steht fest. Wie auch immer. Jedenfalls, das Geld, was diese Leute besitzen, und ihr ganzer Besitz wird aufgeteilt auf die, die davor in der Kette stehen. Und zwar komplett gleich. Wenn du zum Beispiel Nummer 10 in der Kette bist und direkt der Erste stirbt, bekommst du 10% von seinem Erbe, so wie jeder andere Teil in der Kette auch. So kannst du zum Teil richtig schnell viel Geld machen. Wenn du jetzt von der richtig dreckigen Sorte bist, überlegst du vielleicht Nummer 11 einfach an ihrem Auftrag zu hindern, und soweit ich weiß, funktioniert das auch. Aber denk mal nach. Nummer 11 fragt 2 Leute, die fragen 2, die fragen wieder 2, und dann fangen die Leute nach und nach an zu sterben. Du wirst mit Geduld viel mehr und vor allem regelmäßiger Geld verdienen. Das Geld wird dir im Übrigen in den Briefkasten gelegt. Also auch steuerlich musst du dir nicht unbedingt Sorgen machen. Du zweifelst ein bisschen. Du kennst diese Art von System, stimmt's? Ja, das ist ein Schneeballsystem. Irgendwann werden die Leute ganz unten niemanden mehr finden, der das macht und nacheinander sterben. Aber du hast jetzt die Chance einzusteigen. Du hast jetzt die Chance, dein Leben zu verändern. Später sind die Gewinne nur noch ein Witz. Überlegst du noch? Du bist nicht der Einzige, dem ich dieses Angebot mache. Und wenn ich 2 Leute habe, kannst du dich natürlich auch an die wenden, aber du wirst Geld verlieren, weil du später in der Kette platziert bist. Und du hast weniger Auswahl. Und bedenke, Leute können dich auch zu einer Unterschrift zwängen. Jetzt hast du es noch in der Hand. Jetzt kannst du dich nicht nur schützen, sondern auch gewinnen. Also, was denkst du?
Samuel war schon lange Maler, aber nichts, was er tat, stieß auf besonderen Erfolg. Er hatte alles versucht, sich zu betrinken wie die Dichter, die Welt zu bereisen wie die Reiseschriftsteller, mit den Leuten von der Akademie reden, wie es sich so standesgemäß gehört. Aber nichts davon verbesserte seine Kunst. Er hatte in der Welt gebohrt, aber nur noch mehr Dreck gefunden, nur noch mehr Haufen, die man begeht und eben verlässt. Schließlich machte in der nächstgelegenen Stadt ein neuer Kunstbedarf auf. Er hatte davon nur mitbekommen, da man sich auf der Straße erzählte, der Besitzer würde sich auf unzüchtige Begebenheiten mit anderen Männern einlassen. Er reiste noch am selben Tag dort an, aber hatte Schwierigkeiten, das Geschäft zu finden. Denn die kleinen Geschäfte versanken und kamen und es schien ganz organisch zu passieren. Alles wanderte. Und wenn er fragte, dann wurde er von den Leuten angesehen, wie sie die Leute ansahen, die sich auf dieselben Begebenheiten einließen. Aber in der Dämmerung des Tages fand er das Geschäft. Der Laden wirkte nicht neu, eher heruntergekommen, als würde man ihn nur noch aus Gewohnheit führen. Als er eintrat, sah er direkt den Mann hinter der Theke und er wusste, dass er der Besitzer sein musste. Alles an ihm hatte eine Aura, die nur Geschäftsbesitzer besaßen. Der resignierte Stolz in den Augen. Samuel grüßte den Herrn und erklärte sein Leid. Er erklärte umfassend, denn der Mann hinter der Theke hörte ihm wirklich zu. Das kannte Samuel gar nicht. Und schließlich sagte der Mann, nachdem Samuel seinen Monolog beendet hatte, »Ich hätte etwas für Sie, aber es ist sehr wertvoll und ich weiß nicht, ob Sie es sich leisten können.« »Was haben Sie?« fragte Samuel. »Farbe. Farbe, die sonst niemand verkauft. Aber nur eine Farbtube kostet sie schon ein Vermögen«, meinte der Besitzer. Samuel sagte ohne Umschweife, »Was muss ich tun? Ich kann sie Ihnen eigentlich nicht geben. Außer«, der Besitzer machte eine Pause, »ich müsste Alleinerbe von Ihnen werden.« Samuel verzog verwirrt das Gesicht. Er hatte einen Sohn aus zerbrochener Ehe, der eigentlich alles erben sollte. »Ich weiß, dass das extrem klingt und ich habe hier auch nur eine Tube. Ich müsste sehr in Vorleistung gehen, aber Sie sehen aus wie ein rechtschaffender Mann. Nehmen Sie eine Tube mit. Kommen Sie morgen wieder, falls Sie mit den Konditionen einverstanden sind. Sonst nicht.« Samuel nickte, denn er hatte ja nichts zu verlieren, und der Besitzer holte aus einem Hinterraum eine von Stoff umhüllte Farbtube. »Seien Sie vorsichtig«, sagte der Besitzer. Samuel sah ihn fragend an. »Seien Sie einfach vorsichtig.« Samuel bedankte sich, nahm die Tube und verließ die Stadt, ging nach Hause. Es war blau. Er wusste nicht direkt, was er mit nur einer Farbe anfangen sollte, aber alles hatte so überzeugend gewirkt, dass er das Gefühl hatte, dass das schon irgendwie funktionieren würde. Trotzdem stand er lange vor der Leinwand, wusste nichts mit sich anzufangen, wusste nichts mit der Leinwand anzufangen. Aber dann packte es ihn und er machte einfach einen farbigen Strich und plötzlich ging es wie von selbst. Er malte und malte und malte und am Ende blickte ihm eine blaue Fratze entgegen, die ihm Angst machte. Aber sie war so von Emotion erfüllt, wie er es noch nie geschafft hatte. Das ganze Bild umgab eine tiefe, tiefe Aura. Aber Samuel hielt sich nicht lange damit auf. Er malte noch ein Bild und noch ein Bild, und jedes besser als das andere. Natürlich ließ er sich auf den Handel ein. Und schnell interessierten sich die Menschen für die Bilder. Die ganze Stadt kaufte,
Er stellte aus, Leute kamen aus aller Welt angereist, nur um diese Bilder zu sehen. Aber all das war nicht real. Samuel starb noch beim ersten Bild. Man fand ihn lächelnd vor der Leinwand. Hatten ihn die Stoffe in der Farbe umgebracht? War es etwas anderes gewesen? Allerdings war auch der Besitzer tot in seinem Laden aufgefunden worden. Auch lächelnd, denn er hatte ja das Geschäft seines Lebens gemacht. Aber er war schon tot gewesen, bevor Samuel da gewesen war. Und jetzt sitze ich hier und habe das Gefühl, eine fantastische Geschichte geschrieben zu haben. Und genau das macht mir Angst.